Guten Morgen, Deutschland! Guten Morgen, Deutschland! Ich sag, das ist mein. Hat schon angefangen, ich war noch gar nicht bereit. Thema, heute soll sein, und zwar, ich habe mir ein neues Pulver bestellt. Und ihr kennt ja meine Affinität zu Pulver. Diesmal habe ich mir das aber nicht selber rausgesucht, sondern der Joachim hat mir das rausgesucht. Bentonit. Und ich habe das jetzt schon zweimal in meinen Smoothie reingetan und ich weiß eigentlich noch gar nicht warum. Und deswegen gut, dass der Joachim da ist und du wirst mir jetzt erklären, warum haue ich Bentonit in meinen Smoothie? Und macht man das überhaupt? Wofür habe ich das gekauft? Also, in den Smoothie würde ich sagen, ja, ist nicht so eine gute Idee. Achso, ich habe das jetzt seit 3 Tagen in Smoothie. Ja, also die Sache ist ja die, Bentonit, das ist ein Bestandteil von Erde, also ein mineralisches Gestein, das sehr porös ist. Und ja, die Aufgabe, für die man es normalerweise benutzt, ist die, dass es Giftstoffe binden soll. Oder irgendwie, ja. Also wie Chlorella? Im Prinzip, genau. Habt ihr Chlorella, da reicht das doch. Ja, Moment. Okay. Erstens, Chlorella kannst du zum Smoothie nehmen. Ja. Das ist Nahrung. So. Aber bitte, ich nehme Pulver nur, wenn es ins Smoothie geht. Ich nehme das nicht sonst. Das muss bei mir ins Smoothie. Ja, aber das ist eigentlich kontraproduktiv, weil es hat eine absorbierende, bindende Funktion. Mhm. Und deswegen soll man es normalerweise auch zwischen den Mahlzeiten nehmen. Mhm. Aber zwischen den Mahlzeiten nehme ich nichts. Da hätte ich das umsonst gekauft und du hast mich nicht vorher aufgeklärt. Ja, dann ist die Frage. So, wir haben jetzt hier einen Bentonit-Skandal. Wir machen aber voll fröhlich hier weiter. Ja, die Frage ist dann, was bringt es dann? Ne? Also es wird wohl so sein, dass es wirkt auf jeden Fall als Ballaststoff, das wird es auf jeden Fall tun. Und da muss man halt damit rechnen, dass es halt so ein paar Nährstoffe halt mitbindet. Mhm. Aber normalerweise möchte man ja, dass es halt die anderen Sachen bindet. Ach so. Ja, deswegen ist es halt gut, zum Beispiel morgens nüchtern, das empfehlen viele, das wäre das allererstes. Mhm. Man tut es in Glas, was weiß ich, in leicht gehäuften Teelöffel. Und trinkt es dann. Also vorm Smoothie? Ja, ja, genau. Am besten sogar eine Stunde vorm Essen. Eine Stunde vorm Essen. Okay, da kann ich ja direkt eigentlich das neben mein Bett stellen. Und wenn ich dann nochmal aufstehe, und dann kann ich gleich direkt trinken. Und dann mache ich erst meine Morgenroutine. Das Video zu meiner Morgenroutine habt ihr alle schon gesehen. Wenn nicht, ist es oben hier in der Infobox verlinkt. Und Smoothie. Ja. Okay, oder gut, dann kann ich auch nicht. Ist das wasserlöslich? Also löst es? Nein, das ist nicht wasserlöslich. Du rührst es rein. Und dann trinkst du es schnell irgendwie. Genau, bevor es sich absetzt. Und noch eine Empfehlung wäre dann halt abends vom ins Bett gehen. Das ist ja dann, da ist ja normalerweise auch das Essen schon eine gewisse Zeit lang her, weil die Leber ist ja am aktivsten nachts. Mhm. Ne? Und wenn die Leber dann aktiv ist, genau dann ist das Bentonit im Darm. Also direkt am Aufstehen und direkt vorm Bett gehen. Korrekt. Das ist eigentlich die perfekte Anwendung. Dann mache ich das nicht ins Smoothie, also kommt nicht ins Smoothie, sondern gut. Wunderbar. Und dann habe ich eine Lösung dafür. Was anderes, ich habe jetzt das MSM. Sagt dir das was überhaupt? Ja, das sagt mir auch was. Sagt dir auch was. Auf jeden Fall. Und das habe ich jetzt genommen. Da möchte ich heute mal ein kleines Feedback zu geben. Ich habe das jetzt seit ungefähr einem Monat genommen. Und ich habe angefangen, das zu nehmen, weil mir jemand gesagt hat, aufgrund meiner Kniebeschwerden. Also mein eines Knie ist ja total zertrümmert. Und das andere, das müsste auch operiert werden. Da kann wahrscheinlich gar nichts dran gemacht werden. Aber das andere Knie hat ein bisschen wehgetan. Und dann haben die Leute gesagt, nimm doch mal MSM. Und probier es einfach mal. Und da habe ich gefragt, was ist MSM? Da wurde mir gesagt, das ist ein Pulver. Da war natürlich alles klar, dann habe ich mir natürlich bestellt. Und das habe ich jetzt genommen. Und es gibt zwei Effekte von MSM. Zum einen tatsächlich, meine Knieschmerzen sind weggegangen. Nun weiß ich nicht, lag das im MSM oder lag es nicht am MSM und es wäre auch so weggegangen. Das kann ich nicht sagen. Also das ist definitiv so. Überrascht dich das? Oder? Nein, überrascht mich nicht. Das ist eine der Anwendungen, für die man es empfiehlt. Achso, okay, also hat er recht gehabt. Das war übrigens der Christian, der Fruitarier, der mir das empfohlen hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich habe schon eine extrem große Libido, aber jetzt ist das nochmal gesteigert worden. Also das ist,
wirklich, ich bin extrem geil geworden. Aber es ist wirklich, ich hab's gemerkt, ist wirklich ein richtig signifikanter Unterschied. Also es ist jetzt nicht irgendwie Einbildung oder sowas, das ist definitiv, seit ich das nehme. Aber beides in Verzögerung ungefähr eine Woche. Nach einer Woche traten beide Effekte ein. Sowohl Knie weniger, als auch Libido ist nochmal nach oben geschossen. Also da muss ich sagen, das MSM, das ist, und geschmecken tut's auch richtig geil. Das ist einfach eine richtig geile Bitterness. Das ist genau wie Stevia. Eine richtig geile Süße ohne Nebengeschmack, und das ist eine richtig geile Bitterness ohne Nebengeschmack. Ohne irgendwelchen Scheiß, einfach nur geil bitter. Und ja, und seitdem muss ich sagen, ist das neben Weizengras mein absolutes Lieblingspulver, weil es bitter ist und es macht mich geil, also noch geiler. So, und von daher, ja, das wollte ich heute mal so. Joachim war da, dachte ich, da könnten wir gleich mal zusammen machen. Und als kleines Pulver-Update-Video, ne? Ja. Und ja, wir verabschieden uns dann jetzt hier, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ne, Joachim? Ja. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.